Bam, 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 bam. Jetzt geht's auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter DLC Humble. Wir brauchen mehr Strom. Ich habe gerade noch ein paar zwei Nahrungsröhren gebaut. Da ist der Strom ausgegangen. Oh nein, ein Silizium. Liegt natürlich hier nicht zufällig rum, oder? Wir nochmal zurück. Eieieiei. Bewässerung kritisch. Ja. Also ich sag's euch, ich habe einen Stress. Bei mir da haben wir gerade eine neue Wärmepumpe eingebaut. Es ist die Hölle. Es ist einfach die Hölle. Es geht immer alles schief, was schief geht. So also wie gesagt, Silizium, gell? Der Kernbohrer ist kaputt gegangen, hat nicht durchs Fundament gekommen. Jetzt passt der Tank nicht durch den Gang, jetzt habe ich da einen Mords-Einbauschrank, was wir da haben. Also, was heißt Einbauschrank, ist nicht richtig einbaut, da steht ja vor. Wecker bauen müssen, sonst kriegen wir morgen den Tank nicht rein, den Speichertank. Eieieiei. Nebenbei noch Arbeit. Aber jetzt kann ich in Ruhe aufnehmen. Mit euch. Beziehungsweise für euch. Ist ja nicht live. Aber jetzt freut mich, dass ihr das anschaut. So. Jetzt könnt ihr wachsen. Wachst. Ihr müsst schneller wachsen, sonst verhungert ihr echt. Das geht sauber zu langsam. Ich hab noch ein bisschen was zum Essen. Haben wir uns mal rein. Ich hab noch Nahrungsmittel dabei. Wir müssen mal definitiv schneller werden. Schneller. Oh, ich kann die Spinte schon bauen. Sollen wir vielleicht die Base um ein Stück erweitern? Zwei Eisen. Dann können wir da die Spinte aufbauen. Die kosten drei Eisen. Aber ist Eisen eh so Mangelware. Aber wir müssen mal loslegen mit einem Speichersystem. Es hilft nichts. So, was haben wir jetzt da? Silizium. Nehmen wir mal Titan. Mach mal erstmal einen Schrank jeweils für Ressource. Mal da mal Silizium, halt Magnesium kann gleich raus. Das geht da mit rein. Da ist nur Eis drin, Magnesium raus, haben wir gesagt. Da ist Alu drin, da Kobalt. Machen wir da Silizium. Magnesium war hier, Magnesium. Gut, du kannst da rein. Dann haben wir mehr leer. So, als nächstes der Fertigungstisch. Dann schauen wir wegen Pflanzröhre 3. Pflanzröhre 3, 2 Silizium, 1 Magnesium, 1 Alu. 2 Silizium, 1 Magnesium, 1 Aluminium. Genau, und einmal Wasser. Machen wir eine gute Röhre. Ich war ja schon draußen stehen. Jetzt eine Hightech eine, also eine gute Pflanze, eine gute. 350 ist die beste, was wir haben. Du kannst weg. In der Base mal ein bisschen Platz schaffen. So, die schafft jetzt halt 45,5 GPQ. Das ist bedeutend mehr als die Pflanzen, was wir jetzt haben. Die schafft nämlich plus 3,6. Yep, die gute 4,2, also das ist eine deutliche Steigerung zu dem vorherigen. Jetzt was, das sind die Pflanzröhren 1, glaube ich, oder? Na, 2 schon. Gehen wir da raus. Und die jetzt abreiß, habe ich dann genug für eine neue. Nein, Alu bleibt mir nur und Wasser. Hallo, aber ich habe natürlich jetzt das Eis zurückgekriegt. Da können wir natürlich Wasser draus machen. Dann können wir da eine neue bauen.
drin? Nein. Müssen wir Nachschub holen? Ich habe noch nichts für Eisen. Dann kommt da Eisen rein. Oder können wir gleich einen neuen Spind bauen? Nein, bauen wir nicht. Denn wir brauchen vielleicht noch eine Heizung. Dass die Temperatur hochgeht. Wärme. Dann gibt es nämlich da einen neuen Bohrer. Und das Biodom. Dem Biodom. Müssen wir aber da jetzt zum atmosphärischen Wassersammler. Den brauchen wir unbedingt. Da brauchen wir 875 KTI. Sauerstoff. Nein, Terraforming. Wir haben jetzt ein Zehntel davon. Aber Wärme steigt am langsam und Luftdruck steigt am langsamsten. Luftdruck. Luftdruck machen die Bohrer. Ein Eisen, zwei Titan. Das heißt, wenn ich jetzt 6 Titan hätte, kommen wir um die Hälfte. Aber Titan ist nur das, was am häufigsten hier vorkommt bei uns. Dann wir den Luftdruck erhöhen. Genau. Jetzt werden uns aber dann der Strom gleich wieder ausgehen. Yep. War ja klar. Aber das ist egal. Wir bauen jetzt gleich wieder Strom. Müssen wir ja. Hilft ja nichts. Aber dazu brauchen wir wieder Eisen. Und Eisen ist ja unsere Mangelware. Das Gute ist, dass der Kollege da auch ohne Strom funktioniert. Genau, dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche nach Eisen. Wir brauchen viel, viel Eisen. Eisen. Okay, nochmal an alle, die was das Let's Play da unterstützen. Ihr seid super. Es freut mich, dass das so viel anschauen. Es ist toll. Toll. Eisen. Also wir brauchen unbedingt die Minen, wir brauchen Eisen. Die Abbaugeräte. Ja, ich weiß, dass die Energie niedrig ist, das brauchst du nicht verzeihen. Das weiß ich selber. Nehmen wir da gleich noch was mit. Für die Maschine. Wenigstens kämen wir den Sauerstoff jetzt schon mal viel besser aus. So. Nehme ich noch mit. Und ich nehme noch mit. Ah, Inventar voll. Gut. Gut. Energie niedrig. Okay, danke für die Info. So. Das können wir gleich mal in der Maschine schmeißen. In der Maschine bringt zwar nichts, weil läuft ja nicht. Aber dass wir es aus dem Inventar haben. Jetzt braucht man da noch. Wie viel Kobalt habe ich denn noch? 1, 2, 3 kann ich noch bauen. Für 3 brauche ich 3 Eisen, 3 Magnesium, 3 Alu. 3 Alu. 3 Eisen. 3 Magnesium. 3 Silizium. Ah. Dann ist gerade noch ein Silizium. Sehr fix. Ah, da ist noch Silizium. Sehr gut. Ist ja was ich da. Man muss aber schauen. Gut, dass da jetzt Beschattung noch kein Problem ist. Da
das heißt, der produziert jetzt weniger wie der andere, weil der im Schatten vom Berg steht und der steht im Schatten von der anderen Solaraktion, sondern dass einfach alle Strom produzieren. Das ist schon mal gut. Gut, dann haben wir das. Jetzt kann man den noch bauen. Die sind effizienter. Brauchen aber 10-mal so viel Energie. Aber jetzt ein Luftdruck. Bewässerung niedrig. Na super. Also wir haben auch was dabei. Entschuldigung. Schauen wir mal. Da ist noch nichts drin, aber dann können wir noch Bauxit tun. Für den anderen Gerät. Den anderen Gerät. Bauxit. Haben wir da schon alles abgebaut, was Bauxit ist? Kann ja nicht sein. Also Ressourcenknappheit, gell? Hoch 3. Klauen wir jetzt einfach mal alles auf, was rumliegt, dann machen wir mal die Lager voll. Zählt sollen wir mal keins mehr da haben. Sauerstoff ist kritisch. Drin? Ich weiß nicht mehr. Da ist Alu drin, da war Kobalt drin. Eis, Magnesium. Eisen haben wir nicht. Titan. Silizium. Sehr gut. Na, was ist denn los? 70%. Heizgerätstufe 3. Heizgerätstufe 3. Brauchen wir den Stab. Für den Stab brauchen wir das Ding da, sonst können wir keine Stäbe herstellen. Jetzt haben wir nochmal Ressourcen. Und dann, wo ist denn da der nächste Sicherheitspunkt da vorne? Da laufen wir jetzt hin. Genau, so machen wir es. Wir laufen jetzt da hin, von da aus weiter um zu der Station. Ich werde das Ding mitnehmen und dann bauen wir trennend Solarmodule ab, die was ja da rumliegen, und bauen die bei uns wieder auf. Beziehungsweise kann es da drüben aufbauen, das bleibt sehr wurscht. Strom ist auf der ganzen Welt quasi verfügbar. Das heißt, wir bauen es ab und bauen es wieder auf. Und es kommt uns Strom zugute. Genau, so macht man das. Normalerweise muss ich die Ressourcen auskriegen, was die Dinger ja gekostet haben. Theoretisch. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich trennt einen Rettungspunkt habe, also einen Atempunkt. Deswegen nehmen wir sicherheitshalber den mit. Wenn ich das drin schauen habe, ist doof, gell? Die haben bestimmt von da mal um die Linsen, da wir da einen Sauerstoffpunkt haben. Ich weiß nämlich nicht mehr. So. Siehst du noch nicht. Ich sehe es nicht. Nee. Das ist nichts, wo ich atmen kann. Habe ich nichts aufgebaut. Scheibengleister. Aber ich kann das vom Eis holen und darüber nehmen, als der Weg kürzer. Glaube. Aber glauben heißt nichts wissen. Da hat goldene Kiste versteckt? Nein. Ich glaube, dass es noch gar keine goldene Kisten gibt. Hä? Hm. Ja, mit. Zack. Ich glaube, dass noch gar keine goldene Kisten implementiert sind. Jetzt werden wir doch schon aus Versehen, ich war nicht drüber gestolpert, oder? Wo ist denn da mein Atempunkt, habe ich den abgebaut?
Da ist er. Der Shelter. Habe ich zufällig schon genug eingesammelt für. 1, 2, 3, 1, 2, 1, ja, ich hätte sogar genug dabei, dann machen wir es so. Dann brauche ich den nicht abbauen. Ist auch nicht schlecht. Dann können wir aber gleich Eis mitnehmen, wenn da eins rumliegt. So auf dem Weg und so. Jetzt aber nichts zum Essen und einen Trinken habe ich dabei, aber Essen nicht. Aber vielleicht ergibt sich was. Sollten wir schon nicht verhungern. So. Gut. Schmilzt es da schon? Schaut nicht so aus, gell? Oh oh. Was ist jetzt los? Komm. Oder Asteroiden? Nein, nur ein Sturm. Nur ein Sturm. Ein Sturm, der keinen Namen trägt. Es gibt ja uns Strom. Wenn man mir das selber bauen. Und wenn die da schon rumliegt, warum sollte man die nicht nutzen? Oder? Die hängen. Ah, auf die Dächer sind auch Solarmodule. Wo die abbauen kann. Solarmodul herum. Und Solarmodul? Nix Solarmodul. Alles weg. Den nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nein, die kann ich nicht abbauen. Kann man abbauen, oder bereicht einen besseren Chip. Ja, er zeigt 19,5 und dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stück gratis gekriegt. Das ist natürlich ein Traum. Ich bringe jetzt einmal das zurück, was ich habe. Ja, was man hat, das hat man. Kannst du mal da sein? Nehmen wir die dafür mit. Das sind selber so Mangelware. Dann bringen wir das mal heme. So, Strom. Ist natürlich jetzt gut. Können wir nochmal schauen, was uns das jetzt gebracht hat. Aber wie gesagt, da liegen uns rum. Also bauen wir es ab und bauen wir es für uns neu auf. Und ich brauche das Material auch nicht zu uns nach Hause transportieren, weil der Strom zählt ja quasi auf den ganzen Planeten. Wo es natürlich cool war, wenn man den Planeten auch umrunden könnte. Das war ja geil. Weil auch im Originalspiel haben wir zwar den ganzen Planeten quasi terraformt, aber wir haben dann nur unseren kleinen Abschnitt gesehen. Das ist natürlich eine immens große Map, wenn du sagst, du bildest so einen Planeten, ob das du den wirklich umrunden kannst, theoretisch. Das ist schon fast No Man's Sky mäßig. So. Die Karte
Okay, die steigt auf jeden Fall und steigt darunter. Hier wird sau, das freut mich, da geht was. So. In der nächsten Folge sehen wir uns vorn bei der Base. Weil von da aus möchte ich dann die Expedition starten, weiter Richtung da oben. Weiß jetzt nicht, was das für Himmelsrichtung ist, weil ich nicht weiß, wo die Sonne aufgeht. Habe ich noch nicht gesehen. Und dann schauen wir mal, was da hinten ist. Ich schätze mal, da drin gibt es wahrscheinlich Iridium. Da gibt es ja Schwefel, das wissen wir ja. Da braucht man natürlich die Abbaugerätschaften, um das sinnvoll nutzen zu können. So. Da war der Kobold erinnert. Und da ist der Alu. Da ist der Whatever. Ja, da ist auch drin. Einfach zu wenig Platz. Das haben wir jetzt dann gleich. Da müssen wir hin. Da müssen wir unbedingt hin. Wir brauchen dieses Wasserteil. Und die besseren Nahrungsröhren, die werden auch nicht schlecht. Sind denn die? Sind denn die besseren Nahrungsröhren? Da ist eine Nahrungsröhre. Heizung. Blumentopf. Baumverteiler. Entschlüsseln. Was haben wir da? Abbaugeschwindigkeit. Naja. So, machen wir uns noch ein bisschen Wassi. Danke. So, kommst du noch rein? Kommst du noch rein? Und du? Und du? Zwei Wasser kommen rein. Eins trinken wir. Dann nehmen wir noch zwei Essen mit und den Pilz essen wir noch. Den nehmen wir mit. Noch nicht fertig. Auch noch nicht fertig. Mein Gott. Nehmen wir auch mit. Jetzt haben dieselbe Wachstumsrate, oder? Wachstum 0,6. 0,6, ja, die haben alle gleich Wachstumsrate. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hinten bei der Base. Und von da aus erkunden wir mal da weiter Richtung Süden, sage ich jetzt einfach mal. Sehen wir schon. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Like und Kommentar war wunderbar und ein Abo natürlich ja. Also bis dann. Servus.